Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz kurzen Tutorial. Verzeiht mir kleine Fehler, ich bin ja normal Livestreamer, also ich streame normal auf Twitch, daher hi YouTube Normies. Es war jetzt heute um die Crossplay-Funktion bei der Xbox, die kann man deaktivieren. Das ging damals bei der PlayStation 4 auch schon, da war auch schon eine große Debatte wegen Cheatern. Und dort war es am Anfang auch sehr schwer, weil die Leute haben die Crossplay-Funktion deaktiviert. Allerdings waren es zu wenig Leute, die das gemacht haben. Man hat keine Lobbys gefunden, etc. Es hat sich jetzt so ein bisschen rumgesprochen, dass es geht. Bei der PlayStation ist es inzwischen in Ordnung. Man findet Lobbys bei Spielen und es geht. Ich denke, dass sich das bei der Xbox, wenn da genug Leute keinen Bock mehr auf Crossplay haben, einfach nur entspannt auf der Xbox zocken wollen mit anderen Xbox-Live-Spielern, wird es kein Problem, das wird sich dann in Ruhe durchsetzen. Ihr müsst nur schauen, bei welchem Spiel ihr das am Schluss deaktivieren wollt. Bei Modern Warfare würde ich es zum Beispiel deaktivieren, sehr viele Cheater unterwegs. Bei Sea of Thieves hatte ich damals auch mega viele Probleme mit Cheatern. Bei Rocket League wäre es mir jetzt zum Beispiel egal, da würde ich es zum Beispiel in den Einstellungen wieder anmachen, wenn ich Rocket League spiele, weil die Spielersuche dann einfach viel, viel schneller geht. Aber zurück zum Thema, wir stoppen mit dem Gelaber, wir gehen einfach auf die Einstellung. Zeige euch nun, wo wir das deaktivieren. Gehen auf Online-Sicherheit und Datenschutz, Datenschutz und Online-Sicherheit. Gehen hier auf Xbox Live Datenschutz. Gehen dann hier auf Details anzeigen und anpassen. Haben dann hier Kommunikation und Multiplayer. Hier könnt ihr mehrere Sachen auswählen. Wir interessieren uns heute mal nur für diese Spalte. Sie können mit Personen außerhalb von Xbox Live spielen. Kurz gesagt, Crossplay. Ist bei euch, so wie bei mir, jetzt wahrscheinlich gerade auf Zulassen. Könnt ihr allerdings hier blockieren. Das heißt, ihr habt somit auf eurem Account, auf eurer Xbox Crossplay deaktiviert und könnt nur noch mit Xbox-Spielern zusammenspielen. Das ist jetzt am Schluss eben, wie gesagt, nochmal, bei welchem Spiel ihr das machen wollt, bei welchem Spiel das sinnvoll ist und ob ihr inzwischen überhaupt Lobbys findet, muss man einfach schauen. Ich denke, es gibt genug Leute, denen Crossplay und Cheater einfach momentan mega auf den Sack gehen. Daher wollte ich euch einmal kurz dieses Tutorial machen. Ihr habt gesehen, es geht, ihr könnt das Video teilen, den Leuten zeigen. Wenn wir genug Leute sind, die da die Crossplay-Funktion deaktivieren, haben wir auch eine schöne Community auf der Xbox, wo einfach dann keine Cheater drin sind. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß trotzdem beim Zocken. Haut rein, YouTube-Normies, wir sehen uns.